tonnenschwere Steine viele Meter hoch gestapelt. Die Steine sind so präzise angepasst worden, dass kein Blatt Papier dazwischen passt. Was, wenn es eine einfache Lösung des Mysteriums gibt, die keine pseudowissenschaftliche Erklärung wie mit Hilfe von Riesen und Aliens gibt? Seit ihrer Entdeckung durch die spanischen Eroberer hat das Mauerwerk der Inka-Gebäude die meisten Archäologen und Forscher verblüfft, besonders da Eisenwerkzeuge der Kultur, die dafür verantwortlich sein soll, nicht bekannt waren, den Inkas. Lange nahm man an, diese Mauern sollen mit primitiven Steinwerkzeugen und feinem Sand zum Polieren errichtet worden sein. Aber ist das wirklich so? Heute beschäftigen wir uns mit einer schlüssigen alternativen Erklärung, wie die Inkas in der Lage waren, solche Mauern zu errichten, mit den Mitteln, die ihnen zur Verfügung standen. Beginnen werden wir aber mit dem, was wir über ihre Bauweise wissen. Inka-Mauern sind typischerweise nach innen geneigt, um 3 bis 5 Grad, und das ist kein Zufall, da es sie in dem erdbebenreichen Gebiet Südamerikas stabiler macht. Jeder einzelne Stein in dieser Struktur hat seine Position. Bei einem Erdbeben werden die Wände durch die Vibration destabilisiert und bewegen sich entsprechend. Aber wenn die Bewegung stoppt, rutschen die Steine wieder in ihre ursprüngliche Position. Ein Vorteil, den Ziegelbauwerke nicht haben und dadurch permanenten Schaden nehmen. Die beeindruckenden Fassaden bestehen aus Andesit, einem sehr harten Gestein, das 35 Kilometer entfernt abgebaut wurde. Was wir durch das Studium der Wände im alten Peru wissen, ist, dass die Mauern aus Magmagestein bestehen. Genauer gesagt aus Andesit, Diorit, Granit und Rhyolite. Ihre Zusammensetzung ist gekennzeichnet durch einen hohen Gehalt an Quarzen. Diese werden als Silikatmineralien bezeichnet, aufgrund ihres hohen Siliziumdioxidgehalts. Die Gesteinsarten und ihre Zusammensetzung sind der Schlüssel zum Verständnis, wie diese Steinwände wahrscheinlich gebaut wurden. Perfekte Passformen findet man vor allem dort, wo die Steine aufeinander sitzen. Es ist fast so, als wäre der untere Stein aus Knetmasse und hätte sich der Passform des darüberliegenden Steins angeglichen. Es gibt Orte, an denen die perfekte Passform nicht nur an den sichtbaren Stellen, sondern in das Innere der Wand reicht, wie der heiligen Plaza in Machu Picchu. Wie haben die alten Völker Perus das geschafft? Es gibt Zeugen, deren Berichte bisher wenig Beachtung gefunden haben. Der Jesuitenpriester Bernabé Cobo berichtet davon, die Inka hätten Werkzeuge aus extrem scharfem vulkanischem Glas, bekannt als Obsidian. Er berichtet weiter, es hätte riesige Bautrupps gegeben, um die Steine zu schneiden und zu schleifen. Garcilaso de la Vega, ein weiterer spanischer Zeitzeuge, erwähnt ebenfalls die perfekt passenden Steinwände und obwohl es so scheint, als gäbe es keinen Platz für Mörtel, sagt er, dass eine mörtelartige Substanz in die Konstruktion eingebracht wurde. Er wurde aus einem rötlich-klebrigen Ton namens Llanka Calpa hergestellt, den sie zu einer Paste verarbeiteten. Ein Mann namens Ciesa de Leon schreibt, dass in einigen Gebäuden, wie zum Beispiel im Königspalast, statt Mörtel flüssiges Gold gefunden wurde und zusammen mit Bitumen dafür sorgte, dass die Steine zusammengehalten wurden. Zusammenfassend bestätigten diese Chronisten, dass unterschiedliche Substanzen verwendet wurden, unter anderem ein rötlicher, klebriger Schlamm, um die Steine zusammenzufügen. Es ist auffällig, dass viele der Inka-Steinwände ein merkwürdiges, glasiertes Aussehen zeigen, besonders an den Fugen bzw. Steinverbindungen. Dies deutet darauf hin, dass eine spezielle Oberflächenbehandlung stattgefunden hat. Hier sehen wir einen Teil einer Wand, etwa 4 Meter hoch, im Inka-Sonnentempel. Die Fugen reflektieren und sind sehr glatt, während der Rest der Struktur einfach nur gehämmert zu sein scheint. Eine Erklärung wäre, dass es eine chemische Behandlung der Steinverbindungen und Oberflächen gab. Es gibt Säuren und bakterielle Verbindungen, die die Silikatverbindungen im Gestein angreifen. Das funktioniert selbst bei den härtesten Steinen wie Rhyolith und Granit. Da die Inka-Strukturen alle aus silikatreichen Gesteinen bestehen, kann man annehmen, die Inka wussten um diese Eigenschaft und nutzten eine künstliche Verwitterung, um die Steine anzupassen. Die Inka waren Bergbauer. In der Gegend, in denen sie Bergbau betrieben, wird dabei saures Grubenwasser entstanden sein, das mit Sulfidmineralien angereichert ist, wie zum Beispiel Pyrit, auch bekannt als Katzengold. Dieses Grubenwasser ist für Bergbauer ein Problem. Es schädigt Stein- und Holzausrüstung in Minen schwer. Bergbau in dieser Region reicht 2000 bis 3000 Jahre zurück, da die Inka- und präinkanischen Zivilisationen Gold, Silber, Kupfer und Zinn abbauten. Diese Minen waren mit Sulfideinlagerungen verbunden und die Arbeiter müssen daher mit saurem Grubenwasser und seinen korrosiven Effekten auf Gesteine vertraut gewesen sein.
Die Inkas waren sicherlich damit vertraut, wie dieses saure Grubenwasser silikatreiche Gesteine beeinflusst. Experimente zeigen, dass ansonsten hartes silikatreiches Gestein durch die Säure im roten Schlamm in weiches Kaolin und Ton umgewandelt werden. Diese sind dann leicht zu verarbeiten, selbst mit primitiven Steinwerkzeugen. Diese These würde zu den Berichten der historischen Chronisten passen. Es liegt nahe, dass diese saure Paste verwendet wurde, um die Kanten und Flächen der Steine zu erweichen, um sie in eng anliegende Wände zu formen. Aber es gibt noch mehr. Eine alte peruanische Legende, die von dem Priester Jorge Juan Santacilia aufgezeichnet wurde, besagt, dass die Inka-Steinmetze ein Kraut oder eine Pflanze verwendeten, um die Steine zu erweichen. Die Legende könnte tatsächlich einen wahren Kern haben, denn wenn man das richtige pflanzliche Material zu dem sauren roten Schlamm aus den Minen hinzufügt, verstärkt sich der Säureeffekt auf den Stein. Die Silikatmineralien werden aufgelöst. Das wurde von den Wissenschaftlern Bennett und Casey in ihrem 1994 erschienenen Papier bewiesen. Die Inka hätten zusätzlich zerkleinerten Pyrit dem roten Schlamm aus den Minen hinzugefügt und die Substanz erhitzt, um die chemischen Reaktionen weiter zu beschleunigen und die Steine noch schneller formbar zu machen. Eine Oxidation wäre das Ergebnis gewesen und hätte sehr heiße Schwefelsäure erzeugt, die sich in das Gestein frisst und dieses weich macht. Um dieser Theorie weiter Glaubwürdigkeit zu verleihen, haben wissenschaftliche Tests an den verbundenen Bereichen der Steine, also den Fugen, vorgenommen und Spuren von Schwefel und Eisen gefunden, wie wir es aufgrund der Zusammensetzung des roten Schlamms erwarten würden. Diese Theorie braucht keine antike Hochtechnologie und auch keine verlorene alte Zivilisation oder Hilfe durch Aliens. Das einzige verbliebene Geheimnis ist, wie solch große Steine an ihren Platz gebracht wurden. Aber vielleicht gibt es hierfür auch Erklärungen, an die wir heute einfach nicht denken. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert bitte den Kanal, gebt dem Video ein Like und hinterlasst uns unten einen Kommentar. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.